Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum Thema Erfolgsfaktoren der Patientensicherheit in der Pflege. Ich darf mich kurz vorstellen bei Ihnen. Mein Name ist Walter Petschnick, bin ursprünglich Intensivpfleger AKH Wien, hauptberuflich tätig als Manager bei der Firma BDO Healthcare mit Schwerpunkt Betriebsorganisation, Qualitäts- und Risikomanagement und seit in etwa 6 Jahren Auditor in Gesundheitseinrichtungen zum Thema Qualitätsrisikomanagement und Trainer der Risikomanager und Risikobeauftragten. Es freut mich sehr, mit Ihnen diesen kurzen gemeinsamen Step gehen zu dürfen. Ich möchte gleich beginnen. Was erwartet Sie in den nächsten 15 Minuten? Ich habe mir aufgrund dieser sehr überschaubar knappen Zeit ganz gezielt ein paar wenige Punkte herausgesucht. Mehr wäre auch zeitlich nicht möglich gewesen. Wir möchten im ersten Aspekt mit Ihnen Spannungsfelder in der Patientensicherheit durchgehen. Das heißt Faktoren, die das Thema Patientensicherheit in der Pflege erschweren können. Und habe mir ganz gezielt 3 Ansätze der Patientensicherheit herausgesucht, die weltweit in Anhand von Studien und von Expertisen aus der Praxis, wo man gesehen hat, hier hat man echt einen Hebel, wo man die Patientensicherheit erhöhen kann. Ich möchte beginnen mit dem Spannungsfeld Patientensicherheit im Pflegealltag, natürlich auch in anderen Bereichen, und möchte beginnen mit Aspekten, die Ihnen vermutlich auch bekannt vorkommen, wenn es darum geht, Patientensicherheit, klinisches Risikomanagement im Alltag umzusetzen. Das wäre zum einen das Thema Stress, was ja quasi omnipräsent ist im Gesundheitswesen, Überlastung, Zeitmangel, zum Teil, und das ist ein Problem, was man immer mehr herausfindet, im Gesundheitswesen, im Bereich des klinischen Risikomanagements, der Patientensicherheit, der fehlende Support oder vielleicht nicht auch ausreichend Support von der Führung top-down in die Bereiche hinab. Das Thema Tabuisierung von Fehler, das heißt, inwieweit kann ich überhaupt Fehler in meiner Organisation, auf meiner Station, bei meiner Stationsleitung, Bereichsleitung überhaupt ansprechen? Sind alle Abläufe sehr, sehr gut strukturiert? Wie schauen die Schulungen aus in unseren Bereichen? Ist das entsprechende Bewusstsein zu diesem Thema vorhanden? Gibt es bestimmte Fehlerquellen? Und sehr wichtiger Aspekt, gibt es in der Organisation, bei uns im Bereich der Pflege, bereits einen systematischen Umgang mit Fehlern oder beinahe Fehlern? Das sind Worte und Aussagen aus der Praxis, die ich zum Teil selbst gemacht habe, die mir zugetragen wurden oder die sich auch in der Fachliteratur, in Studien widerspiegelt. Und zwar diese Aussagen treffen Sie zum Teil an in der Praxis, wenn Sie mit dem Thema Patientensicherheit kommen. Das eine, fast der Klassiker, also das haben wir schon immer so gemacht. Das zweite, wir haben eigentlich ja gar keine Zeit, wann willst du das eigentlich machen, wie das das vorstellt. Wo steht das überhaupt, was du da jetzt daherredest? Wo gearbeitet wird, fallen auch Späne. Das ist eine ziemlich harte Aussage, aber die hat es tatsächlich in der Praxis gegeben. Interessanter Aspekt, also mein Chef machte das selber nie. Warum soll sie jetzt eigentlich machen? Also das ist so ein bisschen Vorbildfunktion durch die Führungskraft. Und die Aussage, das werden Sie vielleicht auch schon mal gehört haben, also das ist ja mir noch nie passiert, möchte aber zu dieser Aussage gleich vorweg sagen, das ist für den Patienten, für die Angehörigen, für die Organisation und für den Sachverständigen bzw. für die Patientenanwaltschaft das möglichst schlechteste Argument, das sie sagen können. Es ist jetzt was passiert, aber mir ist es ja eigentlich noch nie passiert. Ja? Das heißt, die haben mich gar nicht damit auseinandergesetzt, weil de facto ist ja noch nie was passiert. Das ist wirklich ein sehr, sehr schlechtes und schwaches Argument im Bereich der Patientensicherheit. Und in diesen Aspekt möchte ich Sie kurz einladen zu einem Beispiel, vielleicht kennen Sie es schon, und zwar zu dem Aspekt, mir ist ja eh noch nie was passiert. Ja? Und ich bin Experte, ich mache das 20 Jahre. Und diesen Zusammenhang möchte ich Sie kurz bitten,
lesen Sie diesen Text durch und ich möchte dann auf bestimmte Aspekte kurz hinweisen. Wenn man diesen Text aufgliedert, sind speziell drei Aussagen in diesem Kontext interessant. Und zwar zum einen, also ich habe persönlich kein einziges Mal ein Schiff in Seenot gesehen, also quasi sowas habe ich noch gar nicht beobachtet. In all meinen Jahren bin ich selber niemals schiffbrüchig gewesen und ich war nicht einmal in einer Situation, die drohte zu eskalieren oder die wirklich sehr gefährlich gewesen ist. Das war damalig der Experte, dem noch nichts passiert ist, aber der Experte weltweit im Bereich der Schiffsfahrt, war ein sehr, sehr berühmter Kapitän. Und dieser Kapitän, der dieses Interview gegeben hat und diese Aussagen, war nicht oder war kein anderer als der Kapitän der Titanic. Was möchte ich dazu sagen? Nochmalig, um das Thema abzurunden, nur weil etwas noch nicht passiert ist oder ich der Top-Experte bin, ist das nie und nimmer, das zeigt auch die Geschichte aus vielen Beispielen, ein Garant dafür, dass auch zukünftig nichts passieren wird. Ich möchte Ihnen einen kurzen Spiegel zum Thema Flugfahrt geben, möchte aber vorweg mitgeben, dass die Flugfahrt das Allheilmittel fürs Gesundheitswesen ist, kann ich eigentlich nur verneinen. Es gibt sehr, sehr viele gute Aspekte, speziell die Aspekte der Human Factor, Simulationstraining, vereinzelte Instrumente, aber man kann nie pauschal eins zu eins die Flugfahrt mit dem Gesundheitswesen vergleichen. Und deswegen ist immer sehr, sehr wichtig, wo man in welchen Aspekt vergleicht. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen aber kurz darstellen Faktoren, die nachträglich, wo man drauf gekommen ist, bei Flugunfällen maßgeblich beteiligt waren. Und da kann man sehr wohl einen Zusammenhang herstellen zum Gesundheitsbereich. Noch eine Information dazu, dass ca. 75% aller Flugzeugunfälle basieren auf menschlichen Faktoren. Gehen wir ganz kurz durch diese sechs angeführten Punkte, die zu Flugzeugabstürzen maßgeblich geführt haben. Das war zum einen fehlendes Training, fehlende Kompetenz und Erfahrungswerte. Das war der Aspekt, den wir gerade vorher beleuchtet haben, mit Überheblichkeit. Also, mir kann nichts passieren, ich bin schon Kapitän oder ich bin schon Bereichsleitung in der Pflege, was auch immer. Das heißt, einfach eine Überschätzung der eigenen Kompetenzen und Situationen. Der Faktor Zeitmangel, das hätten wir vorher schon bei hemmenden Faktoren bei der Umsetzung von Patientensicherheit gebracht. Mangelnde Vorbereitung für den Prozess, in dem Fall ist es die Flugvorbereitung. Dann die große Variable in der Flugfahrt ist ja das Wetter. Und hier jetzt angeführt, das Pendant dazu im Gesundheitswesen ist der Patient. Das ist unsere große Variable. Und als letzter Punkt, falsche Angewohnheiten. Also diesen Ablauf, dieses Prozedere haben wir immer schon so gemacht. Wir machen es jetzt weiterhin. Und das war mit ein Faktor, warum es zu Flugzeugunfällen gekommen ist. Ich möchte Ihnen im zweiten Schritt ganz gezielt drei effektive Ansätze kurz präsentieren. Wie schon eingehend erklärt, könnte man natürlich die Liste ein, zwei Wochen weiterfüllen. Wir haben jetzt nur noch kurz Zeit, daher diese drei Ansätze, die sich in der Praxis mehrfach bewährt haben. Der erste Ansatz ist Standardisierungen und Systemdesign. Was heißt das? Zu dem komme ich jetzt gleich. Und die Experten, das ist jetzt auch ein Auszug von Experten aus vom Aktionsbündnis Patientensicherheit aus der Schweiz, die sehr profund in dem Thema unterwegs sind, dass man sehr effektive Verbesserungen punkto Patientensicherheit auch in der Pflege durch systematische Ansätze und strukturelle Reduktionen erreichen kann. Was heißt das jetzt, damit es nicht zu sehr aus der Metaebene herabklingt?
Das heißt, dass Sie in Ihrer Organisation, auf Ihrer Pflegeabteilung, bei Ihren Prozessen schauen von den Abläufen, Prozessen, Gegebenheiten, was kann man da eventuell ändern oder optimieren. Dazu dann noch ein paar Beispiele. Ich möchte Ihnen jetzt Beispiele bringen zum Thema Standardisierung, Designbeispiele für Standardisierungen. Das kann zum einen, wenn man jetzt in den Alltag, in die Praxis schaut, die korrekte einheitliche Lagerungen von bestimmten Equipments, von Ausrüstungen, von Pflegeutensilien, ganz speziell natürlich, wo ist der Notfallrucksack, wo ist der Defibrillator, wo ist die Absaugung und Sauerstoff etc. In weiterer Form, wie normiert und standardisiert sind unsere Patientenzimmer, wie sollten sie ausgerüstet sein, wie sind sie ausgerüstet, wo wäre etwas zur Verfügung. Das Gleiche dann auch in Behandlungszimmern und welche Abläufe, speziell Abläufe, die wir vielleicht nicht jeden Tag haben. Beispiel Notfallreanimation ist in einer Reha-Einrichtung seltener als auf einer Intensivstation klarerweise. Das heißt zum einen Aspekte, Prozesse standardisieren, die nicht häufig durchkommen oder risikobehaftete Aspekte wirklich durchstandardisieren mittels einer SOB, den Begriff kennen Sie sicher. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang zu den SOBs, und zwar der Begriff der Compliance. Sie kennen den Begriff der Compliance sicher in einem anderen Setting. Was ist jetzt hier gemeint? Und zwar, Sie haben auf der einen Seite Vorgaben, Checklisten, SOBs. Die Frage auf der anderen Seite ist aber, inwieweit werden diese SOBs wirklich umgesetzt und wie wird sich daran gehalten? Und ein Beispiel, was ich Ihnen bringen möchte, was sehr, sehr häufig in diesem Zusammenhang gebracht wird, ist eine Studie, das war, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre, wo es darum ging, mit Bernholz und Peter Bronowost, die versucht haben, im Intensivbereich die Zentralkatheteranlage, die Infektionsrate zu senken. Und haben in diesem Zusammenhang eine Checkliste erstellt, genaue SOB, welche Punkte der Arzt durchführen muss im Rahmen der Katheteranlage. Diese Checkliste wurde implementiert und komischerweise im ersten Beobachtungszeitraum hat man gesehen, dass die Infektionsrate fast parallel zu vorher war. Man war recht erstaunt, hat das analysiert und ist draufgekommen, dass nur 60% der Ärzte in diesem Fall, gemeinsam mit der Pflege, 60%, in 60% der Fälle wurde diese Checkliste umgesetzt und sich daran gehalten, 40% haben sich nicht daran gehalten. Die Konklusion daraus war, man hat einen Pilotversuch gestartet und hat die Pflege beauftragt und damit ausgestattet, dass die Pflegekraft, insofern sie merkt, dass der Arzt sich nicht an die Checkliste haltet, kann die Pflege diesen Prozess sofort abbrechen. Sie können sich in etwa vorstellen, wie begeistert die Ärzte zum damaligen Zeitpunkt waren. Laut Berichten waren es regelrechte Tsunamis, hat sich aber eingependelt und in der effektiven Zusammenarbeit dann, das heißt, dass die Pflegekraft das unterbinden hätte können, war die Compliance plötzlich 100%. Und noch dazu in diesem Zusammenhang ist auch die Infektionsrate signifikant heruntergegangen. Aber das nur kurz zum Aspekt Compliance im Bereich Checklisten SOBs. Ein anderes Beispiel wäre die OP-Checkliste, wo es auch ganz stark darum geht, ist es nur ein Abhaken oder hat dieses Abhaken auch wirklich Konsequenzen in der Praxis? Weitere Beispiele zur Reduktion von Unterbrechungen von Arbeitsabläufen, kurz beleuchtet das Thema Cockpit-System oder No Interruption Areas, also Bereiche, wo möglichst wenig Störungen auftreten sollten. Es findet sich häufig im Bereich der Medikamentenvorbereitung, wo vielleicht sogar ein abgeschiedener Raum oder ein Raum, der verschlossen werden kann, zur Verfügung steht, wo man Medikamenten vorbereitet. Oder einfach ein Bereich, wo man weniger Störungen erfährt.
Der zweite Aspekt ist das Tragen von Leuchtwesten. Auch bereits wissenschaftlich gibt es gute Unterlagen dazu. Es ist einfach, es hilft und es unterstützt. Interessanter kurzer Seitschwenk aus der Praxis. Ich habe das einmal in einer Einrichtung implementiert und wurde vom damaligen Primararzt gefragt, wie ich mir erlauben kann, das Pflegepersonal zu Straßenarbeitern zu degradieren. Habe das natürlich berichtigt und auch dort hat sich das gut etabliert und die Feedbacks pflegerisch und ärztlich waren sehr gut. Das Thema Speak Up. Was ist das Thema Speak Up? Kennen Sie auch vielleicht, und jetzt werden Sie denken, ja, das habe ich aber schon einmal gelesen, das ist jetzt nichts Neues, aber es ist so elementar und noch immer teilweise gibt es sehr, sehr viel Potenzial in der Praxis. Das Thema Speak Up sagt aus, beziehungsweise wurden onkologische Bereiche untersucht, pflegerisch und ärztlich, und dort hat man als Fazit festgestellt, dass ca. 54% in ihren Abteilungen nie Fragen zur Patientensicherheit gestellt haben. Ca. 50% haben bestimmte suboptimale oder risikobehaftete Umstände oder Probleme erkannt und diese nicht angesprochen. Und sehr elementar im Tun, speziell auch interdisziplinär, haben knapp 40% nichts angesprochen, obwohl sie gesehen haben, es passiert gerade ein Fehler, aber es ist ein suboptimaler Vorgang im Laufen. Wo wurden diese Beobachtungen gemacht? Wo ist das sehr, sehr häufig vorgekommen? Speziell im Bereich der Regelverletzungen, Isolation oder Hygiene. Bei Situationen, wo mehrere Personen anwesend waren, wo es natürlich sehr unangenehm ist, bestimmte Dinge anzusprechen. Wenn der Patient beziehungsweise dessen Angehörigen anwesend waren, wenn das Hierarchiegefälle Pflegearzt, Arzt vorhanden ist und eine entsprechende Hierarchie vorherrschend ist. Was sind jetzt mögliche Strategien dazu? Das eine sind wirklich Gesten, dass man versucht, in der Kommunikation durch nonverbale Hinweise noch effektiver zusammenarbeiten, können natürlich Pflege und Ärzte gemeinsam ins Boot geholt und es gehört entsprechend geschult und umgesetzt. Eine wertschätzende Zusammenarbeit, wo auch entsprechende Fehlerkultur vorhanden ist, wo man Dinge ansprechen kann. Ein Aspekt ist, dass man sich einfach wirklich unter Anführungszeichen unwissend stellt und dann eine Frage stellt, ne, sollten, könnten wir vielleicht nicht so oder so. Und eine letzte Option, die dort auch Ergebnis war, dass man, wenn es in den Rahmen und Verantwortungsbereich hineinfällt, dass man eventuell sogar heimlich das korrigiert. Abschließend, letzter Ansatz, die duale, simultane Betrachtung von Systemfaktoren, das heißt Faktoren, die Ihre Organisation und Prozesse betreffen und zum anderen der Betrachtung des Faktor Mensch. Und Sie werden in der Fachliteratur und in Studien meistens lesen, dass die meisten Fehler im Gesundheitswesen und Pflegebereich Systemfaktoren sind, was auch korrekt ist. Aber im Sinne der Gesamtbetrachtung und der Ansätze der Patientensicherheit ist der Faktor Mensch unheimlich wichtig. Und da gibt es viele Ansätze und ein sehr effektiver Ansatz in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Simulationstraining oder Crisis Resource Management Training, wo dann sogar weiter noch bestimmte Faktoren trainiert werden. Ich möchte noch kurz darstellen, wie ist jetzt die Organisation aufgebaut, wie schaut dieser duale Ansatz aus. Das heißt zum einen, wie ich gesagt habe, das Thema Prozesse, Abläufe, Kultur innerhalb der Organisation, ihre Verfahren, ihre Tätigkeiten, ihre Ressourcen und am Sharp, sogenannten Sharp Ends, ist dann der Mitarbeiter, wo dann die Human Factors reinspielen, das Thema Kompetenz und Qualifikation. Und leider gibt es nach wie vor immer noch Beispiele, wenn es zum Schadensfall kommt, dann ist die oder der Schuldige immer am Sharp End zu finden. Aber man muss immer gesamt betrachten. In diesem Zusammenhang ganz kurz auch Joint Commission International aus den USA kommend, haben analysiert schwerwiegende Zwischenfälle mit hohem Patientenschaden
aus mehreren Jahren und welche Faktoren haben dort mit reingespielt. Und das waren eigentlich immer 30 abwechselnde Faktoren. Das war, wenn man jetzt das Jahr 2013 nimmt, Human Factors, Kommunikation und Leadership, also Führungsaufgabe. Das Jahr darauf sehr, sehr ähnlich und im Jahr 2015 wieder ähnlich, aber der Bereich Human Factors, Leadership und Kommunikation waren immer bei schwerwiegenden Schadensfällen vorhanden. Und genau deswegen ist dieser duale Ansatz Systemfaktor und Human Factors so wichtig. Abschließend möchte ich Ihnen ein kurzes Beispiel zeigen, ein bisschen pointiert zum Thema effektive Teamarbeit früher, beziehungsweise vielleicht nicht so effektive Teamarbeit und eine sehr durchtrainierte, professionelle Teamarbeit. Sehen Sie es einfach jetzt im Zusammenhang vielleicht mit Ärzte und Pflege. Darf ich Ihnen kurz dieses Video zeigen? Mohan comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Newmore himself changes the tires. Only four crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Ist ja schon recht schnell gegangen. Und jetzt schauen wir mal, wie es in der heutigen Formel 1 mit sehr effektiven Team-Zusammenarbeit funktioniert. Vielleicht sehen Sie einen kleinen Unterschied. Kleines, wie gesagt, etwas pointiertes Beispiel wird auch häufiger gebracht im Rahmen von Präsentationen zu Thema Human Factors. Ich sage Dankeschön hier in meinem eigenen Reich. Wie gesagt, etwas andere Voraussetzungen, sondern trotzdem viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass Sie aufgrund der Kürze und der Prägnanz den ein oder anderen Aspekt mitnehmen haben können. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen trotz der Umstände einen möglichst erholsamen noch Winter und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.